So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar gibt es wieder mal Pizza, ne? Aber diesmal nicht irgendeine Pizza, sondern Rockys Pizza, viel Käse von die drei Fragezeichen. Sondern die andere hat Kanal Phänomenal nämlich schon mal getestet. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Sorten. Das ist hier die gefährliche Spur. Das musste man kurz fürs Thumbnail so machen. Ich kenne die drei Fragezeichen nicht. Da gab es schon wieder Hate im Stream, weil alle gesagt haben, ja, die drei Fragezeichen, testest du das auch noch? Hab ich gesagt, was ist denn das? Kenne ich nicht, habe ich nie geguckt, habe keine Kindheit gehabt, habe eine komische Frisur jetzt deswegen. Da, wenn ihr auf die schiefe Bahn geratet, seht ihr so aus wie ein Ananas. Das ist auf jeden Fall, ich zeige es euch nochmal schön im Ganzen, Rockys Pizza, viel Käse, die drei Fragezeichen. Wie findet ihr das Design? Ein schwarzer Karton, der wohl hier so aufgeht. In 12 Minuten Backzeit einen kniffligen Fall lösen. Das ist cool, da freue ich mich schon drauf. Die gefährliche Spur folge den Hinweisen auf der Rückseite. Also eine Käsepizza, was die andere hat, seht ihr dann später. Dann nehmen wir das mal hier zurück. Da gibt es hier einen Text. Den Text können wir euch gleich mal vorlesen. Ne? So seht ihr das aus. So sieht das aus. So sieht es auf der Rückseite aus. Was steht denn hier jetzt für Text? Die gefährliche Spur. Justus, Peter und Bob sitzen an einem Samstagnachmittag gelangweilt in ihrer Zentrale, als sie einen unerwarteten Anruf bekommen. Rocky, der Inhaber des Restaurants Rockys Pizza, ist außer sich vor Sorge und bittet die drei Fragezeichen um Hilfe. Sein Mitarbeiter Alessandro ist spurlos verschwunden. Die drei Detektive zögern nicht lange, schwingen sich in Bobs Käfer und steuern, ohne es zu wissen, auf einen rasanten Fall zu. Die Suche nach Alessandro wird gefährlicher als anfangs erwartet. Willst du den drei Fragezeichen helfen, die Rätsel zu lösen? Dann scanne jetzt den QR-Code, folge dem Link zur Website und steig in den Fall ein. Das ist der QR-Code, den niemand von euch scannen kann und ich auch nicht. Nein, aber an der Seite bin ich schon wieder raus, weil das ist mir alles zu neu. Wie scanne ich denn einen QR-Code? Muss ich da mir wieder einen QR-Code-Scanner als App runterladen auf das Handy oder sonst was? Ah. Ich esse einfach die Pizza, Fall wird nicht gelöst, Alessandro ist verschwunden, egal, braucht man eh nicht, wird einfach der nächste eingestellt. Hier steht hinten natürlich noch drauf, Rockys Pizza, dreimal Rockys viel Käse an Laura Kret, 16 Uhr, Irafpr, JN, Wagnarnihar 801. Rockys, die beste Pizza in Rocky Beach. Habt ihr euch auch so eine Pizza mal gegönnt und habt den Fall gelöst? Habt ihr mal den QR-Code gescannt und seid auf die Seite? Ich glaube, Kanal Phänomenal hat das auch nicht gemacht. Dem ging es auch nur um die Pizza. Bei diesem Dutch. Jetzt machst du das so auf und so auch noch. Und dann geht es hier hinten. Jetzt hast du diesen Karton. Und den Karton trennst du einmal komplett auf. Und dann kommt da die Pizza raus. Und die sieht mega heftig aus. Also wenn ich mir den Käse angucke. Sieht ja auf jeden Fall stark aus. Hier, das ist die Pizza mit Folie und das ist die Pizza mit ohne Folie. Und guckt euch mal diese fetten Käsebrocken an hier überall. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen auf einer Pizza. Solche fetten Käsebrocken. Adi, das ist Käse. Das ist Käse. So, tu mal wieder drauf. Hier ist auf jeden Fall, der ist eher orange. Der ist nicht orange, aber trotzdem in Streifen. Hier sind diese Platten drauf. Sieht auf jeden Fall richtig stabil aus. Hätte ich gar nicht erwartet. Die packen wir jetzt in den Ofen. Und dann testen wir gleich mal, wenn die fertig ist, wie die schmeckt. Einmal ab. So. Da ist die Pizza, wenn sie fertig ist. Ne? Schieben wir mal hier rüber. Guckt euch das an, wie der Käse zerlaufen ist überall. Hier ist schon alles richtig knusprig. Knusprig und fest. Da bilden sich überall Maulwurfshügel. Die werden wir jetzt mal schneiden.
Dann werden wir die testen, dann werden wir die probieren und gucken, wie gut die wirklich ist. Sieht aber auf jeden Fall richtig toll aus. So, da sind wir zurück. Die Pizza ist geviertelt, die Pizza ist ein bisschen abgekühlt. Wir haben auch wieder Tabasco am Start, falls wir ein bisschen würzen müssen. Aber guckt euch das nochmal an. Ich habe es jetzt wieder auf meinen Lieblingsteller gepackt. Sieht die nicht herrlich aus? Jetzt ist auch hier das Rote zwischendurch noch rausgekommen durchs Aufschneiden. Und wenn ihr jetzt hier so ein Stück nehmt und da abzieht, ne? Und dann zieht sich das hier lang und der Käse und die sieht auf jeden Fall wirklich fett aus. Nicht so dünn wie die Berlin Tag- und Nacht-Pizzen letztens. Das sieht aus wie eine richtige cheesy Cream-Pizza. Wir nehmen uns jetzt mal ein Stück, denn Pizza isst man immer mit der Hand. Am besten wir machen das so. Oder warte, wir machen das mit Karton und so. Die Käse-Pizza. Von den dreisten drei, verstehst du, weil es Fragezeichen sind. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Stück ich eigentlich wollte. Pizza immer mit der Hand essen. Wir beißen jetzt mal hier vorne rein. Und du merkst sofort den Mozzarella, wo du drauf beißt. Wir probieren jetzt mal am Rand hinten. Schön knuspriger Rand. Wir haben sie wieder in Geheimversteck gezüchtet. Da kannst du wieder irgendwas reintun. Schmeckt auf jeden Fall genial. Also, was war die letzte Käsepizza, die ich hatte? Wo ich gesagt habe, okay, das soll eine Käsepizza sein, aber so käsig finde ich die gar nicht. Das war die Berlin Tag und Nacht, glaube ich, ja. Aber davor, weiß ich nicht. Die gefällt mir auf jeden Fall viel besser als die Berlin Tag und Nacht Käsepizza. Die haut richtig rein, die hat auch Geschmack dabei, die ist kräftig, die hat wirklich diese kräftige Cheese-Note, die man eigentlich erwartet. Ich weiß, die meisten werden einfach nur diese Salami, Feuerroter Teufel oder was das ist, nehmen. Aber wer gern Käse isst, probiert wirklich mal die Cheese-Pizza. Hat einen unglaublich genialen Geschmack. Ich werde das jetzt trotzdem nochmal probieren, wenn wir da Tabasco mit drauf machen. Da ist ja immer noch ein bisschen noch würziger, Marc. Wie das kombiniert, wenn du da Tabasco drauf machst. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Die ist nicht nur besser als die Berlin Tag und Nacht Pizza. Ich glaube, die stößt sogar Platz 1, die vier Käse für ein Halleluja von Gustavo Gusto, oder wie das heißt, Gustavo Frings, mit Bad Spencer Terenzil, die ich letztes Mal noch gezeigt habe. Ich glaube, ich finde die sogar als Käsepizza besser als die vier Käse für ein Halleluja von Gustavo Gusto. Wenn ihr die noch nicht probiert habt, probier die mal. Richtig toller Geschmack, richtig tolle Käsesorten ausgewählt. Ich habe es gar nicht vorgelesen, muss ich mal sagen, was da überhaupt für Käsesorten drauf sind. Hier steht nämlich Pizza mit Mozzarella, rotem Cheddar, Gouda, Hartkäse und Pecorino, tiefgefroren. Ich werde mir jetzt hier nochmal Tabasco draufhauen. Dann werde ich den Rest von dem Stück noch genießen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.